Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Out of Reach. Ja, beim letzten Mal mussten wir ja ganz viel Holz sammeln, was wir auch heute noch tun, weil unsere Hütte hat auf einmal irgendwie anders ausgeschaut wie jetzt. Komischerweise, ich weiß nicht wieso. Wurden wir geradet oder sonst irgendwie? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir jetzt wieder Holz sammeln. Und wir haben ein paar Beeren gesammelt und wir haben ein paar Beete mehr für Fibles, damit wir uns Line Ropes machen können und dann auch noch eine neue Axt, weil unsere letzte, die ist uns kaputt gegangen. So, ein paar Stickies mitnehmen. Ne, das geht ja nicht hier. Ne. So. Ganz praktisch finde ich, dass man wirklich jetzt auf dem Knopf bleiben kann und dann das Ganze abfarmen kann. Das war. Komm, mit beiden Schlägen, bitteschön. Danke. So, Bäume gibt es ja wirklich genug. Hoffe ich. Wenn wir dann mal fertig sind und abgekahlt haben, dann, ne, wissen wir Bescheid. Aber ich glaube, die spawnen wieder nach, beziehungsweise wachsen wieder nach. Und ich denke mal, die kleinen Bäume, die wir hier jetzt sehen, die wachsen eines Tages. Oh, war das gerade der komplette. So. Also ich denke mal, die hier wachsen, dann werden dann zu so Bäumen. Kann ich mir sehr gut vorstellen, den Realismus-Effekt hier. So. 84. Und ich habe wie ein Depp hier drauf. So, come on. Unglaublich, wie wenig das dieser Stein rausholt. Naja, gut, das ist ja eigentlich logisch. Aber trotzdem. Oh, hier haben wir Feibel. Oh. Im Dunkeln ist gut munkeln. Sagt man. Zack. Da machen wir doch mal Licht. Dann sehen wir auch die Feibels. Sprießen auch einfach so random technisch aus dem Boden. Kommt mir das so vor. Denn da waren vorher noch keine. Nun ja, was tut man nicht alles für die Schönheit? So, beim Feuer wissen wir ja, irgendwann mal ist es ausgebrannt und dann ist es weg. Bei der Fackel werde ich denken, auch das gleiche Symptom haben. So, okay. Wir machen Line Ropes. Schade, dass hier nicht steht, wie viel das wir machen können. Drum machen wir immer hier 99, weil auf 100 geht nicht und 99 machen wir sowieso nie. So viel haben wir nie. Okay, das war's schon. Aber wir können eine Axt machen. Sehr gut. Crafte eine Axt. Wooden Schild? Ne, brauche ich nicht. Bogen brauche ich auch nicht. Projektils, na, machen wir noch ein paar Pfeile, weil wir einfach von denen auch brauchen. So, eins, zwei, drei. Ja, wir haben ja. Ach, Scheiße. Stopp. Ich wollte ja eigentlich ein Haus weiterbauen. So. So, wo haben wir jetzt das Haus gesehen? Da unten. Ich komme. So. Wieso kann ich jetzt hier nichts? Nee. Oh nee. Ja, lass mich doch jetzt in Ruhe.
So. Wir müssen das wieder abbrechen, weil dahin wollte ich das nicht. Oh, ich habe schon wieder kein Holz. Das ist richtig schlimm hier. Ah, das muss alles noch wachsen. Von wo, dass man da Blumen, also das Feldzeugs bekommt, weiß ich auch noch nicht. So, no ancient wood. Ja. Komm, du kommst auch noch dran. So, jetzt. Den nehme ich noch und dann gehe ich die Wand mal setzen, wo ich sie eigentlich haben will. So, ich möchte die slow down and try again. Okay. So, kommst du hier so rein und tada, auf dem Balkon. Jo. Dementsprechend machen wir hier noch. Ne, machen wir nicht. Weil wir einfach kein Material haben. Jo, das sind die Bären und das sind die Feibels. Gut, gut zu unterscheiden. Ja, da habe ich schon fast alle Bäume abgeklopft, Mensch. So. Oh, da gibt es eine große Palme. Das wird wunderbar. Ja, ich kann keine Wall bauen, weil ich keine Materialien habe. Nicht im Weg rumliegen, liebe Holzstücke. Das ist unglaublich. So, 3, 1, 1, 1. Na, weiter oben hauen und du bekommst mehr. So, already. Hallo, Echo. Hallo, Otto. Tschö, Mann. Hört sagen, genau, 5. 5? 5. Oh, schade. Schade, schade, schade. Hier haben wir schon mal Fiber zum Abernten. Das ist sehr gut. So. Ja. Leer, leer, leer. Machen wir gleich wieder. Fibles. Weil, Fibles kannst du immer gut brauchen. Zum Beispiel für eben Line Ropes. Und zwar jetzt 99. Zack, zack. Zack, 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 zack. Problem ist, wenn du das schließt, dann craftet er nicht mehr. Und das ist das Traurige an dem Ganzen. So musst du immer im Crafting-Menü bleiben, wenn du was craften willst. Gut, das macht auch Sinn. So sollte es eigentlich auch immer sein. Aber, jo, trotzdem ärgerlich. Flaxseed bekommt man auch irgendwie immer bei jedem Mal, wo man da was craft, also sammelt, dass man das hier gleich anpflanzen kann. Eigentlich super, aber auch irgendwie auf eine Art nervig, wenn du da 50 Beete hast und jedes Mal noch 50 im Inventar hast. So, die Fackel ist down. Was brauche ich denn für eine Fackel? Fett und Wut. Sehr gut. Ich hoffe, es wird bald mal Tag.
Wirklich. Es war extrem gut, mal wieder Tag zu haben. So, ich mache jetzt noch was anderes. Und zwar, zack. Ah ja, ich habe ja die Pfeile schon verschossen gehabt. Ja, jetzt warte ich, bis hell wird, weil es wird langsam wieder hell. Seht ihr noch nicht, aber ich sehe es. Ich warte jetzt, bis es hell ist. Och nee. Und werde dann diesen Elch jagen. Nee, Hirsch. Nee. Ah, Gazelle. Oh Mann. Ich meine immer, dass er aufladen muss und dass dann du ziehen kannst. Wo ist diese? Oh Mann, ich bin heute mal schlecht drauf. Okay, der hat getroffen. Sehr gut. So, bleib stehen. Bleib stehen. Boah, zu hoch. Unglaublich. Oh, das haben sie weggenommen. Ich sehe nicht mehr, wo er hinfliegt. Okay, der hat getroffen. Ins Gesäß. Und down. Was für ein Schuss. Was für ein Schuss. Hier im Gesäß. Oh. So schlecht, so gut war der Schuss gar nicht. Habe ich noch einen im Kopf? Nee. Nee, der ist wahrscheinlich abgebrochen. So, come on. Meet. Hide. Na, super. Gut, hide ist auch nicht schlecht. Glaube ich. Bones, hide. Hide, hier Hosen. Ja. Lederschuhe brauche ich. Knochen. Für was braucht man Knochen, wenn man Schuhe will machen? Auf jeden Fall. Hide, wie viel habe ich denn? Fünf. Ich habe doch so viel Hide rausgenommen. Waren das nur fünf? Enttäuschend. Enttäuschend. Es ist einfach nur traurig. Da arbeitest du und arbeitest und arbeitest und arbeitest und dann kriegst du nicht so viel Halt. Und Fett auch nicht. Was ich eine Frechheit finde. Unglaubliche Frechheit. Orientierung, Orientierung. Da unten ist unser Haus. Da gibt es sicher auch wieder was zu pflücken. Ja. Schön sehen sie aus. Ich weiß nicht, ob man die auch zu früh pflücken kann. Auf jeden Fall Beeren brauche ich keine. Drum mache ich hier hauptsächlich Feibels. Feibel. So, wunderbar. Jetzt kommt das Ganze wieder in Schwung. 17 Feibels habe ich. Warum habe ich denn vorhin nur so wenig Line Ropes können machen? Zwei Stück. Das verstehe ich nicht. So. Ist wirklich easy da mit den Pflanzen. Super einfach gelöst, muss ich sagen. So. Wollen wir heute noch irgendwie eine Wand können setzen oder nicht? Das ist die Frage. Auf jeden Fall Bären, 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 Bären. Wie viele Bären haben wir denn jetzt noch? Oh, 40, 50, 60.
60 Bären. Das reicht. Wir machen hier wieder Feibels. So, ich crafte mir ein Feuer. Feuer. Und zwar hierhin. Ich crafte nicht mehr. Ach komm jetzt. Food. Ja, stimmt, ich habe ja noch einen Fisch. So, 4 Stück sollte er eigentlich machen. So, und hier sollte er, glaube ich, 3 machen. Was ich schade finde, ist, dass du hier das Feuer nicht ausmachen kannst. So, fertig. Jetzt auf. Ne, kannst du echt nicht ausmachen. Das finde ich ein bisschen traurig. So. Ich habe mein E-Mail-Programm noch offen. Drum dieses Ding. So. So. Bisschen, ne? So. Line Ropes. 99 Stück. 10 Fibels braucht das, um eine Line Rope herzustellen. Heiliger Bundessack, du. Das ist ja Wahnsinn. So. Okay. Wir haben hier oben noch Stein und Feibels und Bären. Okay. Bären brauche ich zwar, allerdings echt keine mehr. Habe ich schon extrem genug. So, Holz. Das ist das, was wir brauchen. Und Feibels. Ich wollte mir doch einen Rucksack machen. Da brauche ich wie viel? Was jetzt? Bone Axt. Ach du Scheiße. Bone Pfeilbogen. Und eine Knochen Axt hätten wir auch machen können. Ich muss unbedingt noch jagen gehen. Ja, leider. Leider. Ich weiß gar nicht, was ich. Harness. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich eigentlich schauen wollte. Ah ja. Ah, shit. Genau, das war's. Boots. Das sind Bronze, bla bla bla. Weapons. Das ist ja keine. Guild Perks. Okay. Simple back. Bronze Pickaxe brauchst du für Bronze abbauen. Ha ha ha. Stahlschwert, Bone Axt, Steel Axt. Nö, na, irgendwie Bronze muss der auch irgendwie anders abbauen können. Muss irgendwie anders gehen. Ich habe zwar Bronze noch nicht gefunden, beziehungsweise habe noch nicht rausgefunden, wie wir Bronze machen können, aber na, das kriegen wir auch noch hin. So. Bären erstmal einsammeln. So, und jetzt Stone. Jo, keine Ahnung, wie wir hier oder keine Ahnung von wo, dass wir Erz bekommen. Ich habe mir, glaube ich, mal auf dem Berg gefunden, Bronze.
Aber das war schon lange her. Ich weiß es nicht mehr. Ich gehe jetzt hier auf den Berg. Ich weiß ja, wo ich bin. Und dann werde ich mal schauen, ob ich da oben irgendwas finde, wo ich abbauen kann. So, komm, weg mit dir. Ist gut, dass du rumschieben kannst, aber ja. Was bringt dir das, wenn du... Na, wenn du sie nicht weiter verarbeiten kannst. So, hier gibt es plötzlich wieder Stein. Das ist unglaublich. Und was für Stein hier. Oh, oh, oh. So. Mitnehmen, was geht. So, hier auf dem Berg. So, hier auf dem Berg könnte sowas wie Bronze sein. Wenn man jetzt noch weiß, aus was das Bronze besteht, könnte man eventuell sagen, okay, ich brauche das hier in der Zelle, um Bronze herzustellen. Aber, ne? Nee, nix. Komisch, dass man... Ah, komm. Komisch, dass man das nicht findet. So, dann hauen wir hier mal... So, mal das Wäldchen hier oben ab, dass sich der Ausflug auch gelohnt hat. So, eins, zwei. So, very good. Oh. Ich habe gerade was gesehen. So, erstmal den Baum weg. So. Dreimal daneben und beim vierten Mal triffst du dann. Oder nicht? Doch, come on. Komm. Ah. So. 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 Oh je. So, schaut euch das mal an, da drüben hat auch einer gebaut. Und ich glaube, ich habe was gesehen. Lassen Sie mal Gold. Nee, aber das ist doch Bronze, oder nicht? Stein. Nö, auch kein Bronze. Schade. Das ist auch nur Stein. Aha. Da gibt's ein... Warte mal, ich bin mal so frech. So. Ah. Anheizen. So. Material, Bronze, Kupfer und Tin. Stil, Bronze, Stil. Willst du mich jetzt wirklich verarschen? Ha? Food. Okay. Brauchst du auch noch Tin? Wo kriege ich jetzt Tin her? Unglaublich. Mal was testen. Das sind so die Momente, wo du dich einfach fragst, verdammt, wie gehst du? So, also, wenn ich jetzt hier nirgendwo Bronze finde, dann weiß ich, also Eisen und das andere halt, dann weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht,
Ich weiß nicht wie, was, wo. Diese sind Steine, wo man abbauen kann. Das wusste ich auch noch nicht. So, irgendwo muss hier Eisen sein. Aber wo? Ich glaube, ich habe mal gefunden, vor langer Zeit mal. So, Stein haben wir sicher genug. Jetzt, so viel Stein brauchen wir gar nicht, Mensch. Glaube ich. Naja, Steine hat man immer genug. Und ich muss mir, glaube ich, mal als nächstes noch eine Kiste machen, wo man aus den Steinen kommt. Nee, wo man die Sachen deponieren kann. Ist sicher noch extrem nützlich. So, okay, Eisen habe ich immer noch keinen gefunden. So, Manu, Leute, wenn ihr Eisen findet, sagt mir Bescheid. Wie, was, wo. Wie das funktioniert. Hier bei Out of Reach. Und wieso hast du jetzt... So, danke. Ich wollte gerade fragen, wieso hast du nicht jetzt diesen Auto? So, use it. Ich finde es doof, dass man das nicht mit einer anderen Taste machen kann. Delete. Nee, oder? Wieso kannst du bitte schon die Sachen deleten? Ne, drop, aber wo liegt das jetzt? Das würde mich echt wundern, wo das liegt. Ah, da. Mann. Okay, jetzt ist halbwegs klar. Also, dass ich immer noch kein Kupfer gefunden habe, kein Eisen gefunden habe. So, da unten sind wir. Und wo ist Eisen? Ah. Einmal Eisen finden und ich wüsste, wie das funktioniert. Mann. Ich glaube, die großen Steine kann man dann auch abbauen. Mit Pickaxe. Sonst könntest du hier eigentlich nicht draufhauen. Und mit einem Hammer funktioniert es halt nicht. Und ich weiß nicht, wie ich ohne Bronze irgendwie zu einer Pickaxe komme. Habe ich noch nicht gesehen. Bronze-Pickaxe. Dafür fehlt mir einfach Bronze-Pickaxe-Head. Oh. Ja, und dafür brauche ich die Schmiede. Aber ne, ich sehe hier nur ein Schwert, eine Axt, ein Schild, Bogen und ein Speer. Mehr sehe ich hier nicht. Dann Bronze, Axt und Schwert, Stahlschwert, Knochenaxt. Oder brauche ich eine Knochenaxt, um Metall abzufarmen? So. Ich muss unbedingt wieder hier hoch, beziehungsweise nochmal den Blick zu meinem Haus finden. Weil da hat es noch mehr rote Beeren. So, rote Beeren, rote Beeren. Das sind meine Freunde. Und wir haben schon wieder Breaktime. So, nachdem ich hier gepflückt habe, werden wir
hier noch die Aussicht genießen und nochmal hochgehen. So, so, so. Und wir haben unser Dings gefunden. Voilà, beim nächsten Mal werden wir uns ein bisschen, also eine Kiste craften und ein bisschen auf die Jagd uns begeben. Ja, und werden schauen, dass wir hier Bones bekommen, also Knochen. Ich will was Effektiveres als eine Steinaxt. Also bis dahin. Tschüss.